Okay, wir machen. Ja, schon, wir sind immer noch beim Kniestreifen. Das habe ich wirklich falsch selber getimed, also selber auch gedacht, wir wären schon in der Zeit länger dabei. Sind wir nicht, wir sind erst einen Monat dabei. Scheint für manche scheint das viel zu lange zu sein, aber es geht wirklich darum, bei sich zu sein in diesen Formen. Es geht nicht darum, so schnell wie möglich diese 24er-Form zu lernen. Könnt ihr, in anderen Kursen wird, also ich habe das schon einmal gesehen, dass an einem Wochenende oder an zwei, also jedenfalls irrsinnig schnell die 24er-Form in so einem Wochenende-Seminar durchgemacht. Ich kann mir das gar nicht merken. Also in zwei Wochen, nee. Und auch, also auch unterhalb von zwei Jahren nicht. Also in einem normalen Tai-Chi-Studio sind zwei Jahre normal. Hier auf der Wiese brauchen wir drei. Ist auch normal, weil dreieinhalb vielleicht sogar. Weil die Leute sporadisch kommen und die dann auch wirklich trotzdem dabei sind, die müssen ja eine Chance haben, dann mitzumachen. Also das trotzdem mitzukriegen. Und für uns ist es gut, wirklich dieses Bei-sich-Sein zu üben. Ne? Also immer wieder sich da zurück zu besinnen. Nein, es geht nicht darum, jetzt schnell mit irgendwas fertig zu werden, sondern es geht darum, wie fühle ich mich jetzt, ne? Um das innere Lächeln zu entwickeln. Die Formen sind wirklich, sind auch ganz nett, aber also wenn ihr Feldenkreis, Yoga oder Tai Chi oder Qigong macht und dabei immer wieder zurückkommt, ihr könnt andere Bewegungen auch machen. Darum geht es eigentlich, selber eure eigenen Meister zu werden. Genug Gequatsche, wir machen jetzt das Kniestreifen nochmal. Nicht so lange, ist auch gar nicht so viel Zeit. Ihr könnt es ja zur Not nochmal nachgucken. Ich glaube zwei Wochen, glaube ich, auf Twitch sind die anwesend und ich lasse sie aktiv für vier Wochen auf YouTube, wenn sie dann rausgekommen sind. Die haben dann eh eine Woche, also ist genug Zeit, um nachzuschauen, wie das vorher war. Auf geht's. Das steht ja, hier geht's los. Muss ich noch noch einen Aufkleber machen. Das sind hier lass los, da drauf steht. Nochmal nur die Arme. Ja, locker zum Ohr in die Richtung, kann auch ans Ohr am Anfang. Dies kommt schon, die linke kommt leicht in Bewegung. Dann die am Ohr geht nach vorne, die andere stützt an der Hüfte. Dann sowas ähnliches wie ein Ball und die andere Seite. Ja. Zum Ohr, nach vorne, der Ball zur Seite. Ja. Das sind schon Schnappschüsse. Sind auch nicht, also die Einzelbildgeschichte ist nicht neu, das wird in einem Tai Chi Studio generell gemacht. Soweit ich weiß, wird das in China auch so gemacht mit dem 1, 2, 3, 4. Das kann leicht zu militärisch alles klingen. Also, aber es ist gut, diese Schnappschüsse sich einzuprägen. Ja, diese Einzelbilder. 1 ist Standbein, vorderer Ballen und Zehen hacken angehoben in der Nähe des Fußdachs. Ja. Dann zum Ohr gleichzeitig den leeren Schritt, wie wir das vom Gehen kennen. Mit der Gewichtsverlagerung nach vorne rotiert der Oberkörper von selber eigentlich, weil die Gewichtsverlagerung da ist. Der Push nach vorne, ein Schnappschuss, Gewicht zurück, so ein Ball. Öffnen in der Hüfte, vorbereiten für das Standbein und Seitenwechsel. Soweit die Schnappschüsse.
Das kann man, wie gesagt, in einer Schleife machen, ist auch ganz nett. Wo wir aber ja bei sind, ist quasi diese einzelnen Schnappschüsse, also ein bisschen rumzuspielen damit. Aber recht weiter zu sich zu kommen, wenn das zu wackelig ist, helft euch. Es geht nicht um irgendeine perfekte Form. Es geht zum inneren Lächeln, Wohlbefinden. Das ist die Richtung. Ja? Und die Action ist innen. Die Action ist quasi dieses sanfte Glücksgefühl mit dem inneren Lächeln verbunden. Wenn man entspannt ist, ja, es entsteht von selber. Zurück zur Grundposition, dann dieser leere Schritt, wichtig. Ein bisschen locker, die Arme noch schlaffer werden lassen, mehr sitzen, mehr darauf achten, Hüftstellung, links, rechts, vorne, hinten, das Lot finden, ja, das wirklich Kopf, Schlüsselbein, Hüfte, Knie, Fußfläche ungefähr übereinander sind. Je mehr die übereinander sind, umso besser du sitzt, umso leichter wird das. Umso weniger Belastung ist im Kniegelenk. Also umso mehr ist das aufgeteilt auch auf Sehnen und Muskeln und entlastet so das Knie. Und ohne Torsion, also ohne Verdrehen im Knie, sondern wirklich versuchen, Hüftrichtung, Fußrichtung ungefähr gleich zu haben. Ich muss eigentlich auch länger in dieser Position ankommen. Schultern locker. Das ist auch gut, den Daumen wieder einzufahren. Und wenn ihr das so langsam macht und jetzt mit der Hüftverlagerung nach vorne kommt, merkt ihr, wie der Impuls eh in die Arme geht. Aber auch das als Einzelentspannungsübung. Also nicht fix, so wie beim Stehen wie ein Baum oder Baum umarmen. Auch hier versuchen, kann ich mit kleinen Bewegungen es noch angenehmer machen. So viel Gewicht wie möglich vorne, aber trotzdem, also nicht mit dem Oberkörper nach vorne, sondern eher mit dem Unterkörper hier, Oberkörper ausgerichtet im Lot über dem, über der Fußstandfläche. Also am besten wäre, wenn ihr wirklich merkt, ihr könnt da richtig drin entspannen und als Belohnung das innere Lächeln entsteht in jeder dieser Schnappschussvarianten. Entspannen, entspannen. Und die Finger locker. Dann zurück mit dem Gewicht. Hier hatte ich bei der Selbstkorrektur quasi selber nicht genug. Zurück bewegt meine Hüfte. Zu, Fauli. Aber jetzt auch wieder. Ist das okay? Wie fühlt sich das an? Kann ich hier mein Lot finden?
kann ich lächeln, auch wenn die Sonne nicht gerade rauskommt, sondern einfach durch das Körpergefühl, durch die Entspannung. Mit Sonne ist noch einfacher. Und frei atmen ist auch wichtig. Und wenn das okay ist, dann ist das jetzt nun besonders hier im Hüftgelenk. Das Gewicht ist komplett, wenn es geht, komplett noch hier. Ich habe ein bisschen abgestürzt. Ein bisschen zu öffnen. Ihr kennt das vom Gehen. Hier 20, 15, 20 Grad ausgestellt zur Gehrichtung. Und dann langsam, versucht das mal langsam zu machen, den Übergang. Weil hier so ein halber Schritt dabei ist. In die gegenüberliegende Richtung. Natürlich das dann seitenverkehrt auch. Machen wir heute nicht. Ihr könnt das gerne machen. Das ist wichtig, ne? Selber zu üben. Ich habe eben auf die Uhr geguckt. Ja, die Frage, wie geht es mir jetzt? Also nachspüren. Danke dafür, dass ihr mit mir zusammen ein wenig Yoga, Qigong, Tai Chi gemacht habt. Zen Qigong in Richtung Meditation. Ja, Stressabbau ist so. Gute Ernährung, guter Schlaf, Meditations-Apps ausprobieren, eigene Meditationspraxis aufnehmen als Allgemeinbildung. Solange es noch geht, verlinke ich die Arte-Dokus. That's it. Habt einen schönen Sonnabend. Entweder gleich mit mir auf der Wiese um 14 Uhr, um 15.30 Uhr ungefähr 15.30 Uhr noch einen Stream mit einer Mini angeleiteten, also wirklich ganz kurz Intro und dann sitzen wir 20 Minuten Meditation. Eine Wiesen-Meditation. Der nächste Stream ist dann Mittwoch, 13 Uhr, in meinem super langsam besser werdenden Englisch. Und ab 19 Uhr auch noch eine Meditation in dem gleichen Stil, 5 Minuten irgendein Thema. Ich habe da schon eine Abfolge, keine Angst, das ist nicht nur komplett ausgedacht. Und 20 Minuten sitzen, auch da könnt ihr Fragen stellen. Also wenn ihr Fragen habt, fragt die, wenn es geht, schneide ich und die sind dann auch auf YouTube und auf der Internetseite. Bis dahin, danke fürs Mitmachen. Entwickelt euer eigenes inneres Lächeln. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.